Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich möchte jetzt nicht lange hier rumstehen, weil ich den Leuten hinterherlaufen muss, damit die nicht abhauen, weil die haben nämlich Quests für mich. Was gibt's? Kann ich dir irgendwie helfen? Etwas zu verkaufen wäre mal ein Anfang. Ach, ich mache nur Witze. Oder etwa nicht? Ach, ja? Nö, es ist wichtig, lokale Läden zu unterstützen. Schau dir doch mal meine Waren an. Ja, so billig kriegst du die auf dieser Seite der Bucht sonst nirgends. Und, bist du in letzter Zeit an offenen Gräbern vorbeigekommen? Nachdem ich dir so eine Zukunft vorhergesagt habe, würde ich mir an deiner Stelle ernsthaft Sorgen machen. Mir ist heute nach etwas Besonderem und das schreit nach einem Festmahl. Ein paar frische Austern wären jetzt genau das Richtige. Ja, aber nicht von mir. Wieso kann ich nochmal mit dem sprechen? Hey Mensch, du scheinst ein vertrauenswürdiger Mensch zu sein. Kann ich mich darauf verlassen, dass du ein Geheimnis für dich behältst? Natürlich. Wie schade. Hallo? Ich hatte wirklich gehofft, du könntest deinen menschlichen Freunden von einem kleinen Geschäft erzählen, das ich nebenbei betreibe. Wie du weißt, habe ich einen kleinen Laden für schwer zu erwerbende Gegenstände eingerichtet. Ich hatte gehofft, du könntest ein paar Flyer verteilen, damit mehr Leute davon erfahren. Aber pass auf, dass du sie nur an die richtigen Leuten weitergibst, hörste? Ich möchte nicht, dass der Bürgermeister oder die Magistratin hier herumschnüffeln. Remember, okay. Zackys prices can't be beat. Wo ist denn jetzt der eine schon wieder hingelaufen? Er ist doch hier noch in der Nähe. In der Richtung. Er wurde aufgehalten. Vielen Dank. Ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen, weil ich die ja ausgeschaltet habe. Aber vielen Dank, dass du ihn aufgehalten hast. Willkommen, Phönixkind. Brauchst du Hilfe? Ich habe hier alles im Griff, aber nett, dass du fragst. Wenn du helfen willst, ich glaube, Badru braucht noch Karottensamen. Er kann deine Hilfe gewiss gebrauchen. Viele Leute glauben, dass die Geschichten, die in den Sternen erzählt werden, einfach nur Geschichten seien. Aber die Weisen wissen, dass der Drache Magi diese Geschichten aus einem bestimmten Grund dort hinterlassen hat, um uns an die Fehler und Erfolge unserer Vorfahren zu erinnern. Auf das wir von ihnen lernen mögen. Vielleicht hast du es schon bemerkt, ich habe einen kleinen Garten hinter dem Drachentempel angelegt. Ich würde gerne ein paar Karotten im Garten anbauen, falls du Samen findest. Oh, ich glaube, die habe ich sogar dabei, oder? Nein! Wieso habe ich die... Ach so, ich habe die weggetan. Was ist das denn? Ach so, das sind die Flyer. Okay... Ja, aber wem soll ich jetzt einen Flyer geben? Das ist das Problem. Ich probiere es mal bei ihm. Weißt du, unter den Magiri ist diese Meinung nicht weit verbreitet. Aber ich fand schon immer, dass die Krimalkin ungerecht behandelt werden. Weder Magie ist der Feind unseres Volkes, noch diejenigen, die sie anwenden. Vielleicht werde ich an diesem Verkauf teilnehmen. Vielleicht hat Seki ein paar Heilkräuter, die ich gebrauchen kann. Ja, wunderbar, wunderbar. Ach, die schläft schon, Mist. Moment, Seki ist klar. Was ist mit Badru? Badru, Quatsch. Ashura, was ist mit dir? Ich würde dir gern... Nein, das war das... Ach, da wollte ich doch gar nicht rein. Moment, Geschenk. Ich würde dir gerne einen Flyer geben. Oh, Zeki klotzt mit seinem Nebenjob ja richtig ran. Normalerweise mische ich mich bei solchen Sachen nicht ein, aber... Aber wenn ich du wäre, würde ich mir zweimal überlegen, mit wem du dich da abgibst. Denn wenn du so weitermachst, könntest du in Schwierigkeiten geraten. Thanks for dropping by. Ich glaube, er hat... Doch, aber ihm habe ich eine gegeben. Was ist mit euch beiden? How's the day treating you? Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe unsere Plaudereien vermisst. Was zeichnet ein gutes Buch aus? Drehungen und Wendungen natürlich. Noch besser ist es, wenn die Figuren am Ende Gefühle füreinander entwickeln. Das macht die Geschichte spannend, findest du nicht? Es kommt drauf an. Man kann ja auch die Spannung aufbauen, indem sie am Anfang schon Gefühle füreinander entwickeln oder im Laufe der Zeit. Und dann gibt es sehr viele Sachen, die ich auch gerne nutze, dass derjenige... für den sie Gefühle entwickelt, plötzlich böse ist oder dass man den befreien muss oder ähnliches. Also da gibt es sehr viele Sachen, die man anwenden kann. Was riecht denn in deiner Scheune so gut?
So etwas höre ich normalerweise nicht über mich, aber ich nehme an, du meinst den Blaubeerkuchen, die ich unter der Theke aufbewahre. Ich lasse Badru gerne eine Kleinigkeit zu essen hier, für den Fall, dass er beim nächsten nächtlichen Lautespielen Hunger bekommt. In Nächten wie dieser, wenn das Haus still ist, kann ich die Mäuse in den Wänden hören. Ich habe mich zwar in die Ruhe gewöhnt, aber ich habe auch nichts gegen Gesellschaft. Ich glaube, die ist nicht so begeistert darüber, wenn ich ihr das gebe, oder? Ich möchte nicht dabei erwischt werden, sowas zu kaufen. Und jetzt nimm die Flyer wieder mit dir. Okay, den sollte ich wirklich mitnehmen. Hallöchen. Ah, die gerissensten Jäger brauchen hin und wieder eine helfende Hand, verstehst du? Wenn du jemals Hilfe brauchst, brauchst du nur zu fragen. Oh Mann, wenn das so ist, dann habe ich hier das perfekte Buch. Es gibt Action, Romantik, Gewalt, einen exotischen Schauplatz und der Stil ist unschlagbar. Ganz zu schweigen davon, dass die Geschichte voller Herz und Seele ist. Oh. Hallo, Herz und Seele, das ist mein Spruch. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht solltest du dich auf die Beziehung zwischen den Charakteren konzentrieren. Oh. Du willst wissen, wie ich und Tailin uns kennengelernt haben? Nun, das wäre ein bisschen zu schmutzig für die örtliche Bibliothek. Ach, du meinst so emotional. Schon verstanden. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich werde es etwas überarbeiten und dann mal schauen. Oh. Hudari hat mir gestern etwas Palium mitgebracht. Wieso bringt er mir nichts mit? Und ich überlege noch, was ich damit machen soll. Was sollte ich deiner Meinung nach versuchen? Ja, Pfeile für Hass, ja, das wäre nicht schlecht. Also ein Schwert wäre auch cool, aber ich meine, wofür ein Schwert, ne? Hier ist es ja, ne? Ich würde sagen, Pfeile für Hassian. Ich wette, er würde sich darüber freuen. Und Hassian verliert nie einen Pfeil. Endlich kann ich ihm etwas schenken, das er auch wirklich benutzen würde. Falls du ein paar Ziegel übrig hast, kann ich immer welche gebrauchen. Vielleicht zeige ich dir, wie ich einen mit meinen bloßen Händen zu Staub zerschlage. Next time you slay a monster, tell it Sifu sent you. Ja, ich werde Sifu erzählen. So, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Halt. Wo sind wir denn hier? Questziel. Hallöchen. Lass den Kuchen fallen. Welche Kuchen? Moment. Hä? Lass den Kuchen fallen. Muss ich mir jetzt vorher Kuchen von der Farm besorgen oder wie? Ich soll irgendwas von Zeki kaufen. Na gut, das können wir auch noch machen. Das ist okay. Aber nicht mehr heute. Ist halt nicht mehr da. Irgendwie laufe ich jetzt hier gerade komplett falsch rum. Aber ist nicht schlimm. Weil so kann ich noch ein bisschen Teppichmoos holen. Und so kann ich dann noch mal meinen Blumenvorrat aufstocken. Oh, was haben wir denn hier? Knoblauch. Ich musste ja meine ganzen Blumen jetzt auf das Grab legen. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Wenn ich da jetzt hochgehe, müsste ich mich theoretisch rechts halten. Ich bin jetzt hier sehr geschickt um das Ziel drumherum gelaufen. Hier haben wir auch noch was zum Mitnehmen. Sehr schön. Waren das die Gewürzsprossen, die jetzt gerade so laut fahren? Ich bin mir nicht sicher. Aber der Badru, der ist schon am Schlafen. Ne? Na gut. Nehme ich mal stark an. Naja, die sind alle am Schlafen. Das Problem ist, kann ich da jetzt rein und den Kuchen noch irgendwo stibitzen? Oder... da kommen wir aber raus, ne? Ja. Sie hat ja gesagt, sie lässt den Kuchen da liegen. Und mir hat sie den nicht gegeben. Oh, ein Buch. Gefüllte Champignons mit Speck, um einen üppigen gefüllten Pilz zu bereiten. Füllen Sie einfach die Kappe, bla bla bla. Das müssen wir jetzt nicht lesen. Ja, geil. Wir haben ein neues Rezept. Sehr, sehr geil. Aber... was meinen die denn mit lass den Kuchen fallen? Ich habe doch gar keinen Kuchen.
Kann ich das denn schon machen oder muss ich jetzt erstmal noch Kuchen besorgen? Ach, oder ist das dieser Kuchen, den ich herstellen sollte? Das kann natürlich auch sein. Auf der anderen Seite. Kuchen hier platzieren. Ja, kann ich nämlich nicht machen, weil ich natürlich auch nicht weiß, was das für einer ist. Aber ich denke mal, dass das der hier sein wird. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal eben... Ach, das können wir ja eigentlich schneller machen, ne? Ich port jetzt mal eben zu... Ach so, Quatsch. Zurück. So, oh, hab ich mich... Kenley, was machst du hier mitten in der Nacht auf meinem Grundstück? Let's have a proper chat. Oh, Gameplayerin. Ich fürchte, mit Shane ist etwas nicht in Ordnung. Du musst uns helfen. Er ist die Säule unserer Gesellschaft. Sollte ihm etwas zustoßen, werden wir, wie heißt das Wort nochmal, rückgratlos? Rückgratlos? Oh ja, wie könnte ich das vergessen? Das war der Lieblingsspruch meiner Schwester, als ich aufwuchs. Wovon habe ich nochmal gesprochen? Cheyenne? Also Shane? Ah ja, Shane steckt in Schwierigkeiten. Siehst du, er hat vergessen, mir eine Karte zu schicken. Hä? Heute jährt es sich zum 20. Mal, dass ich das allerseits beliebte Chapar in unserem schönen Tal eingeführt habe. Okay. Seit 19 Jahren schickt er mir zur Feier dieses Ereignisses immer eine Karte. Und jetzt, an diesem runden Jubiläum, herrscht plötzlich Funkstille. Ich kann also nur zu dem Schluss kommen, dass er im Sterben liegt oder etwas anderes, das ihn ebenso ablenkt im Gange ist. Warum sollte er es sonst vergessen? Könntest du bitte für mich nach ihm sehen? Ich würde es ja selbst machen, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund stören sich die Leute an meiner Anwesenheit. Okay. You're always welcome at City Hall. Das war jetzt irgendwie eine Begegnung der dritten Art. Ich weiß auch nicht so genau. Okay, wir... Ja, wie hieß denn das jetzt nochmal, was wir machen sollen? Klassisches? Nee, das war aber kein Kuchen, ne? Die hatte doch irgendein anderes Gericht gesagt. Hier können wir nichts machen. Hier, Makaronen, das sind ja keine Kuchen. Wir brauchen Ei, Mehl, Milch. Eier, also ein Ei... Mehl und Milch. Die haben wir, glaube ich, hier drin, ne? Genau. Ei, Mehl und Milch. So, die kann ich aber nicht herstellen. Warum kann ich die nicht herstellen? Ich habe doch alles da. Süßes, gemahlenes Blatt. Ei, Mehl, Milch. Die Zutaten, die im Laufe des Kochens benötigt werden. Die Zutaten, die benötigt werden, um mit dem Kochen anzufangen. Warum kann ich das dann nicht herstellen? Gemahlenes Süßblatt? Hm. Süßblatt? Muss ich das auch irgendwie im Inventar haben oder was? Ich probiere das mal aus. Hier ist es nicht drin. Ja, ein Süßblatt. Vielleicht jetzt? Auch nicht. Gemahlenes Süßblatt. Zurück zur Stationsübersicht. Hier kann ich auch kein Süßblatt auswählen. Naja, kochen kann ich es logischerweise nicht. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Okay, ja, ziemlich viel. Ja. Oder brauche ich von allen drei? Nee, normalerweise nicht, oder? Ich brauche doch von allen nur eins, um drei herzustellen. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Aber wieso? Wieso darf ich das nicht machen? Anfangszutaten? Hm.
Backen hat das auch nichts mit zu tun. Tja. Das kann ich nur lesen. Das verwirrt mich jetzt, ehrlich gesagt. Warum kann ich das, obwohl ich das hier sehe, nicht machen? Also, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen rumprobiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe mal im Internet ein bisschen gegoogelt. Da steht aber einfach nur, ich soll zu dieser Station gehen und ich soll hier unten auf Herstellen klicken. Ja, und genau das funktioniert eben nicht. Hier drauf klicken kann ich auch nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich meine, ich habe das Rezept, ich habe die Mischstation und alles, aber es funktioniert nicht. Ach so, Moment. Ich tue die Sachen am besten auch erstmal wieder rein, damit ich da jetzt nicht die ganze Zeit mit rumlaufen muss. Wo habe ich jetzt bitte Kernholz auf einmal her? Hat mir das jetzt irgendeiner gegeben vorhin? Ich bin mir gerade nicht sicher. so, Moment. Smaragdgrünes und das muss ich auf jeden Fall auch noch reintun. So, und die restlichen Sachen können wir dann ja verkaufen. Und schon haben wir wieder was Neues, was wir hier machen sollen. Eieieiei. Okay, Blumen weg, das weg, das weg. Gibt dann auch nochmal 400. Dann mal schauen, was wir im Briefkasten haben. Gina. Was hat sie denn? Oh, sehr schön. Gefüllte Champignons mit Speck. Bringt aber mehr Fokuspunkte, als ich eigentlich habe. Och, das ist so unfair. Vielen Dank für die Freischaltung der Bibliothek. Ich war so damit beschäftigt, die tollen Bücher zu lesen, dass ich vergaß zu essen. Wieder. Also machte mir Hekler ein paar gefüllte Pilze. Und ich dachte, es wäre nur richtig für mich, meine köstlichen Pilzbeute zu teilen. Ja, danke schön, Gina. Auch wenn das jetzt wesentlich mehr ist, als ich eigentlich machen kann, also essen kann. Wir machen jetzt nochmal eben kurz zwei Anglerbräue. Das geht ja schnell, das sind ja nur ein paar Sekunden. So, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich was. Ich müsste eigentlich nochmal neu, neu jagen gehen. Das ist für mich im Moment tatsächlich die einfachste Variante. Um wieder was zu bekommen. Ja, ich finde das gut, aber doch nicht in dem Moment, wo ich hier gerade draufklicken will. Ah! Moment, das ist überflüssig. Dann machen wir das erstmal hier oben rein. So. 25, aber die kann ich auch erstmal hier drin lassen. So, wir können auch schon wieder was abernten und natürlich können wir auch direkt schon wieder alles bewässern. Das ist doch wunderbar, da freut man sich doch drauf. Es ist immer ein bisschen viel, was man dann hier zu tun hat, aber naja. So, die 4 würde ich dann ehrlich gesagt aber ungern nehmen. Okay, die 7 kann ich noch nehmen. Die hat noch nicht so viel drin. So, dann nehmen wir hier die großen. Zack. Achso, das sind die Tomatensamen. Da machen wir mal wieder 2 neue rein. Ja, ich weiß jetzt, wo ich meine Karottensamen hingetan habe übrigens. Die sind noch nicht fertig. Fertig. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir da schon mal, sagen wir mal, 2 neue reinmache. So. Dann können wir den ganzen Kladderadatsch hier unten nämlich auch wieder verkaufen und haben auch wieder 1300. Also ihr seht schon, das geht schon richtig gut ab, wenn man den ernten kann. Und das mit dem Ernten, das geht ja auch recht schnell. So, jetzt haben wir die Tomaten, aber wir haben noch nichts für die Kartoffeln. Das heißt, ah ja, da haben wir genau 2 frei. Perfekt. Und ich würde gerne das hier wegmachen. So.
Dann fangen wir hier wieder von unten an. Ja, ich wollte eigentlich kein Video darüber machen, wie ich die ganze Zeit nur am Bewässern bin, aber irgendwie scheint das Spiel nichts anderes im Kopf zu haben, als dass ich immer wieder bewässere. So. Einmal das noch. Und einmal das noch. Da müssen wir natürlich nochmal eben wegen den Kartoffeln gleich gucken. Ja, können wir direkt alle machen. So. Gehen wir hier auch nochmal eben ran. Wie gesagt, war nicht mein Plan, aber ja. Konnte jetzt auch keiner ahnen, dass das jetzt hier so ein Durcheinander geben wird. Ich meine, grundsätzlich so habe ich ja nicht das Problem damit, wenn ich es halt nur spielen würde. Aber beim Let's Play habe ich es halt schon gerne, wenn die Sachen so nach und nach passieren und ich die dann auch wirklich nach der richtigen Reihenfolge ja zeigen kann. Und dann wird man immer wieder von anderen Sachen sozusagen behindert, in Anführungszeichen. Ja. Ach, natürlich ist jetzt auch die Kanne schon wieder leer. Das heißt, wir können jetzt noch mal eben kurz was machen und dann müssen wir sowieso noch mal die Kanne auffüllen, weil es dann das letzte ist. So. Eigentlich müssten jetzt die hinter mir auch schon mit da drin sein, aber irgendwie will er das jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, meine Kanne ist kaputt. Ich habe sie kaputt gemacht. Oh. Nein, ich habe sie wirklich kaputt gemacht. Oh mein Gott, nein. Ich hätte vorher darauf achten sollen. Ich wusste nicht, dass die so schnell runtergeht. Ah, jetzt verballere ich das ganze Kupfer. Und die anderen Sachen? Die anderen Sachen sind aber noch soweit okay. Oh, das ist doch doof. Das ist doch doof, 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 doof. Ja, so leicht kann das passieren. Ich hätte das ja schon mit der Spitzhacke, wo ich nicht drauf geachtet hatte. Und, ich weiß noch, wie ich das über die Axt gesagt hatte. Und dann, während ich das gesagt hatte, ich weiß nicht, was dieser Quatsch mit dieser Back-to-Back-Aktion eigentlich immer soll. Und während ich das dann gesagt hatte, ist dann meine Axt ja auch zerbrochen. Ha, ist das blöd, ist das blöd. So, Moment. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell, bevor die Folge zu Ende ist. Ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich noch schnell hin wollte. Ich wollte das mit der Schokolade noch machen, ja. Badru sollte ich auch mitsprechen. Ich würde sagen, dass ich nochmal zu Seth gehe. Und mal gucke, ob ich vielleicht irgendwas anderes kaufen muss oder was. Weil das macht mich kirre. Ich meine, das mit den Blumen war ja offenbar auch verbuggt. Das kann natürlich sein, dass das jetzt auch irgendwie ein Bug ist. Aber es macht mich kirre, weil letztes Mal, glaube ich, konnte ich das auch nicht machen. Ich meine, ich wollte da schon mal irgendwie einen Kuchen mitmachen oder was und das hat auch nicht funktioniert. So, die hat noch keine Quest, also brauchen wir jetzt da auch nicht unbedingt direkt hinzulaufen. Aber ihn muss ich auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen. Tisch würde ich auch gerne zumindest noch mal kurz ansprechen. Okay, ihn kann ich nur ansprechen. Der hat nichts Neues. Das kann ich auch offline machen. Ich will endlich auch Apfelbäume. Wo ist denn der jetzt? Moment, ey. Ach, der steht auf dem Feld. Okay. Badru. Nothing beats Dire Family Produce. Ja, ich bin wirklich beeindruckt von deinen Gärten. Du hast auf jeden Fall das richtige Zeug dafür. Und ich habe noch mehr davon für dich. Schau dir dieses neue Rezept an. Von der Erde? Von der Erde wahrscheinlich eher nicht. Tilts a larger area than... Ah, das würde mir, glaube ich, sehr weiterhelfen. Also die edle Gießkanne würde mir sicher auch sehr weiterhelfen. Erde muss ich auf jeden Fall auch noch kaufen. Ich weiß nicht, wie viel man davon kaufen kann. Aber die würde mir auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weiterhelfen. Quality Up. Dünger, der die Pflanzenqualität verbessert. Was, was, was? Jegliche Wanzen, jegliches rotes Fleisch?
Dann kann ich den selber herstellen oder was? Also ohne... Okay. Ich habe die Karottensamen mitgebracht. Habe ich das? Ich habe die doch gar nicht dabei. Ist das denn die Möglichkeit? Du musst meine Gedanken gelesen haben. Diese frechen Chapas haben meine halbe Karottenernte zerstört. Dies wird meinem Hof sehr helfen. Danke, Gameplayerin. Ich schätze es wirklich sehr und ich hoffe, du wirst diese zusätzliche Suppe, die ich habe, auch Apeaziate, was auch immer das heißen soll. Mir ist kein gutes Wortspiel über Karotten eingefallen. Und was hat das mit Karotten zu tun? Nayu und Auni meinten, ich sollte es mit den Flachwitzen sein lassen. Ja, das wäre vielleicht besser. Was denkst du? Treibe ich es zu weit mit meinen Gemüsewitzen? Ja. Aber es spielt keine Rolle, was ich denke. Du hast recht. Ich sollte mir nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere über mich denken. Wichtig ist, dass sie mir selbst gefallen. Halt dich fest. Ich habe noch einen Witz für dich, sagt der eine Weizenhalm zum anderen nach einer Party in der Stadt. Ich kann schlafen, wenn ich Brot bin. Den liebe ich. Ja, kam ein bisschen flach, ne? Ich wollte Delilah zum Nachtisch mit einem Karottenkuchen überraschen. Leider wurde meine letzte Ladung Karotten von einem abtrünnigen Chapa gefressen. Ich schätze, die Überraschung wird warten müssen, bis die Chapas ihren Appetit verlieren. Ja, das hatten wir ja eigentlich schon geklärt. Warum kann ich bei dem eigentlich nichts abändern? Oh, das ist gemein. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell, bevor die Folge zu lang wird, die eigentlich ja schon viel zu lang ist, nebenbei bemerkt. Gehen wir nochmal ganz schnell zu Tisch. Denke ich. Wir holen uns aber noch die Blume. So. Sie kommt aber gerade erst nach hier, oder wie sehe ich das? Oh, na toll. Und wir müssen noch mal ganz kurz zu Hodari, weil ich einmal mit ihm sprechen muss und einmal das mit der Schokolade mal ausprobieren möchte. Ach so, ihn muss ich ja auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Wir müssen erstmal ganz schnell mit ihr sprechen. Drum, drum, drum. Da ist sie, da ist sie. Tisch. Have you met my brother yet? Ich habe gerade ein paar echt spannende Baupläne auf Lager. Genau, das war das. So, wir haben sehr viel gekauft. Das habe ich allerdings ein bisschen offline gemacht, muss ich dazu sagen. Und das hier sind nochmal neue Baupläne. Oh ja, das nehme ich gerne mit. Pflanzen sind bei mir immer herzlich willkommen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Raven wird großer Beistelltisch. Ich wollte eigentlich nicht daran jetzt mein Geld ausgeben, aber der sieht gut aus. Das sieht alles irgendwie gut aus. Nimm mir alles mal direkt mit. Es tut mir leid. Er läuft mir schon im Hintergrund weg. Na toll. Na komm, dann kann ich die letzten 100 auch noch ausgeben. Oder auch nicht, weil das mehr als 100 kostet. Sie ist auch schon abgehauen. Ja, super. Nach dem Motto, sie hat alles gekauft, dann gehe ich mal. Upp, ich kann nochmal mit ihr reden. Die Art und Weise, wie du deine Möbelherstellung immer weiter verbesserst, ist so inspirierend. Kürzlich habe ich ein Bild von einem wilden Möbelstück aus der Hauptstadt gesehen. Und ich war so inspiriert, ein wilden Möbelstück, dass ich es selbst gebaut habe. Wenn ihr welche machen wollt, habe ich die Rezepte für euch aufgeschrieben. Hatte sie doch schon, oder sind jetzt nochmal neue dazugekommen? Nee, die waren eben schon freigegeben. Na gut, okay. Oh, wie ich mich freue, dass du hier bist. Der Anblick deines Gesichts lässt mich breiter grinsen als ein paar Schuhe. Und das heißt was. Ich liebe Schuhe, nämlich über alles. Das werde ich wohl nie verstehen. Wenn du zum Holzfällen gehst, könntest du mir ein paar Kernholzbretter mitbringen? Die habe ich eben weggetan. Ich arbeite schon eine Weile an dieser neuen rustikalen Möbelgarnitur, aber Ref und ich schaffen es nicht, alles dafür zusammenzutragen. Sehe. Na gut, oh, der ist auch da, aber er steht jetzt gerade vor mir. Moment. Welcome, Phoenix's Child. Sei vom Drachen umarmt. Was hast du vor? Ich habe gerade nur nachgedacht. Wusstest du, dass man den Mond nachts funkeln sehen kann, wenn man genau hinsieht? Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch Magis Weg, mit uns zu kommunizieren.
Auf Luna befindet sich eine große Quelle und durch sie schickt uns Maji Nachrichten in Form von Lichtblitzen. Ah. Ja, auf beiden Monden war in letzter Zeit viel los, nur ich habe es nicht sehen können. Mein Teleskop ging in einen Sturm kaputt, kurz bevor die Menschen auftauchten. Und mir fehlen immer noch die Materialien, um es zu reparieren. Hast du deshalb Kenleys Karte vergessen? Oh. Karte? Ach ja, wie konnte ich nur vergessen, dass es genau 20 Jahre her ist, dass Kenley die Chapas ins Tal brachte. Das große 2:0. Sind wir jetzt hier beim Fußball? Oh, er muss so bestürzt sein. Sag mir, hat der Arme schon meine Beerdigung geplant? Hängt davon ab, welche Sarggröße du hast. Ja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Das ist zwar gelogen, aber... Danke, dass du versucht hast, mich aufzuheitern. Aber ich verdiene es wirklich nicht. Nicht, wenn ich ein Schäfchen meiner Herde notgebracht habe. Bitte geh nun. Ich sollte besser mit dieser Karte anfangen. Die Materialien für das Fernrohr müssen warten. Meine Väter waren von den Brüdern der Luft und der Erde. Sie waren oft auf Reisen und pflegten die natürlichen Schreine des Drachen Maji. Ich habe mich entschlossen, den Brüdern von Ritus und Ritual beizutreten. Es ist meine Pflicht, für das körperliche und geistige Wohlergehen der Menschen in diesem Tal zu sorgen. Es ist eine heilige Pflicht, die mir sehr am Herzen liegt. Wenn du zufällig Apfelmarmelade machen und etwas davon übrig haben würdest, würde ich das Angebot gerne annehmen. Ich esse keine Tiere, also bin ich immer auf der Suche nach frischem Obst, um meine Ernährung abwechslungsreich zu gestalten. This chat has been lovely. Das ist sehr löblich. So, geh da hoch. Kletter doch einfach. Mein Gott, jetzt kann die da nicht hochklettern oder was. Überall kann die hochklettern und nicht da. Nein, nicht weglaufen. Naja, kommt gerade, oder? Schätzelein, ich muss was an dir ausprobieren. Ja. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Ich dachte, du würdest die Hacke fallen lassen und dich auf weichere Weiden begeben. Ich kann mit Stolz sagen, dass du mich eines Besseren belehrt hast. Du bist ein guter Bergmann geworden. Ich denke, du bist bereit für das letzte Rezept aus meinem Vorrat. Gold. Ah, eine bessere Spitzhacke. Und ich habe gerade mein ganzes Geld ausgegeben. Na gut. Okay, einmal mit dir chatten. Ich bin hier, um mir in den Bergen einen Namen zu machen. Die Minen zu Hause fühlen sich wohl voll genug an mit all meinen Geschwistern da drin. Trotzdem verstehen sie es nicht wirklich, dass ich von zu Hause weggehe und so. In den Minen kann es ziemlich dunkel werden, deshalb nehme ich gerne ein paar Lampionkäfer und lege sie in ein Glas. Eine billige, aber gute Lichtquelle. So, Schätzelein, jetzt probieren wir mal was aus. Pralinenschachtel. Boah! Will der mich veräppeln? Also anscheinend klappt das wohl doch erst, wenn man ein spezielles Level erreicht hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte dir diese Pralinenschachtel anbieten, damit wir eine Beziehung führen können, Hodari. Und was machst du? Du lässt mich hier vor all meinen Zuschauern abblitzen. Sag mal, hackt es irgendwo bei dir? Boah. Sure. Ja, hat er gesagt. Ja, es hackt bei ihm. Also ganz ehrlich, jetzt muss ich hier erstmal eine Pause machen. Ich muss das hier alles erstmal verdauen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal eben nachgucken, was ich eigentlich für einen Beziehungsstand mit ihm habe. Aber ich glaube, so groß ist der nicht, oder? Habe ich den jetzt überlesen? Wo ist er denn jetzt? Hier. Ach so, ich bin noch auf 1. Okay. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich eventuell Freundschaftsstufe 3 oder sowas brauche, um das zu machen. Falls ihr das schon mal ausprobiert habt mit dieser Beziehungsstufe, schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare, ob man dafür eine gewisse Freundschaftsstufe braucht oder nicht. Vielleicht sollte ich es dann später nochmal bei Hodari versuchen. Ich weiß auch nicht, ob er eine Freundin hat, aber ich glaube nicht. Ich hoffe doch mal nicht. Ja. Ich werde mich jetzt erstmal irgendwo... Ich werde mir ein Loch buddeln und dann werde ich mich da erstmal reinlegen und über diese ganze Situation nachdenken. Vor allen Dingen werde ich die Pralinenschachtel erstmal in meiner Kiste entsorgen.
Nein, das Leben geht weiter. Wir versuchen es einfach nochmal ein anderes Mal, wenn wir das Freundschaftslevel was erhöht haben. Vielleicht auf Stufe 3. Wer weiß, wer weiß. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.